Liebe SEO Day Besucher, ich sitze hier neben Sepita Ansari von Catbird Seed und er hat einen super spannenden Vortrag gehalten über die Killer On-Page. Erstmal für alle, die dich nicht kennen, Sepita, stell dich doch mal kurz vor. Ja, Sepita Ansari, habe seit vor 5 Jahren oder 6 Jahren angefangen mit Suchmaschinenoptimierung bei Renault. Und da habe ich es eigentlich verkackt, habe Display None genutzt, habe ganz viel Content, Hidden Content genutzt und bin nicht rausgeflogen, BMW ist rausgeflogen und ich habe mir gedacht so, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann wollte ich unbedingt SEO lernen, obwohl ich BWL und Controlling studiert hatte. Dann bin ich so reingerutscht in diese komische Welt und bei Scout war der Nachfolger von Markus Tandler. Und musste in seine riesigen Fußstapfen und ja, bin so dann halt zum SEO gekommen und jetzt fühle ich mich auch sehr wohl. Hast du ja dann auch die Catbird Seed gegründet und ihr sitzt wo? In schönen München, ja, kann ich immer wieder sagen, obwohl ich aus dem Ruhrpott komme. Also ich habe bin in Hagen aufgewachsen, Dortmund studiert, Glasgow studiert und bin dann halt nach München. Komme dann glaube ich auch nicht mehr weg. Wir haben vor 2,5 Jahren, habe ich mit 3 Partnern von der Scout gegründet. Wir wollten eigentlich nur Projekte machen, Agentur war jetzt so gar nicht so on Focus und dann lief das so spannend, das Thema. Und jetzt haben wir 25 oder 23, 24 Mitarbeiter für den Bereich Search and Social. Wie gesagt, seit 2,5 Jahren ist ein bisschen schnell gewachsen. Und dann müssen wir ein bisschen versuchen, mit 2012 ein bisschen ruhiger anzugehen, sodass wir eigentlich mit dem Kundenstamm, wo wir jetzt gerade sind, die ja nicht zufriedenstellen. Aber das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, 2011. Und dann haben wir uns trotzdem verdoppelt. Mal gucken, vielleicht halte ich dieses Mal mein Wort. Ja, ein gesundes Wachstum muss ja auch sein. Das ist ja auch gut und schön. Hoffen wir, dass es so weitergeht an dieser Stelle. Aber kommen wir zurück zum SEO Day in Köln. Du hast heute einen Vortrag gehalten zum Thema On-Site Killer. Darum geht es. Und jetzt bitte ins Detail, was muss ich heute tun, damit meine Webseite bei Google überhaupt noch eine Chance hat? Also On-Site-Killer war natürlich sehr provokativ. Ich wollte den Raum vollkriegen, war er natürlich auch. Natürlich habe ich auch über On-Site gesprochen. Ich meine, On-Site wird immer wichtiger. Das ist ja wirklich so. Also ich meine, früher hast du Link-Building gehabt, wo der Fokus drauf war. Du hast eine schmierige Seite. Also es hat immer geklappt. Link-Building war halt top of the pops. Es hat sich natürlich geändert. Also du hast im On-Site-Bereich sehr, sehr viel Wichtiges, was du halt machen musst. Das ist Common Sense, aber trotzdem ist es halt sehr wichtig geworden. Also Content haben wir jetzt in drei Kategorien seziert. Wir haben nur, also On-Page in drei Kategorien. Einmal Content, einmal HTML, also die Meta-Attribute und solche Geschichten und dann die Architektur, die Informationsarchitektur. Und diese drei Sachen, die gehen Hand in Hand. Und das Off-Page war jetzt natürlich nicht das Thema, aber Off-Page ist ja auch nicht mehr ein Link-Building, sondern du hast Social-Elemente, Trust-Faktoren, aber auch Personal-Einflüsse, dass dann halt die individuellen Suchen quasi immer mehr ins Kommen. Also letztendlich hast du ja aus diesen großen Sachen eine Kombination. Im Content-Bereich bin ich sehr stark auf Panda-Update eingegangen und habe auch nochmal erwähnt, dass Content nicht immer Text heißt. Content ist letztendlich der Inhalt, kann Bilder sein, kann Videos sein. Letztendlich machst du eine Keyword-Analyse, versuchst die richtigen Seiten dafür zu bauen, die Inhalte, und versuchst den Nutzer halt zu binden auf deiner Seite, damit er nicht mehr bounced und du den halt quasi fesseln kannst. Das war, und dann die HTML-Attribute, die Meta-Attribute wie Titles, Descriptions, Header, wofür du das machst und dass man halt nicht nur das Canonical nutzt, sondern auch das Link Next Preview für Pagination und solche kleinen Kleinigkeiten, ist immer schwer im On-Site-Bereich SEOs auch zu unterstützen, was Neues zu lernen, weil es sehr häufig dann ja auch immer sehr schnell durch die Blogs geht, durch die Blogosphäre geht. Trotzdem habe ich mich versucht, ich habe auch gutes Feedback bekommen, deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich drüber. Also du hast jetzt gesagt, On-Page wird immer wichtiger, Linkaufbau. Ich frage jetzt ganz scharf, denkst du, Linkaufbau wird irgendwann im klassischen Sinne, das heißt, ich mache ein paar Social Bookmarkings, Webkataloge, Artikelverzeichnisse, Presseportale. Wird das komplett aussterben, denkst du? Und wann wird es aussterben? Vielleicht, oder? Also ich frage einfach mal ganz provokativ. Ich habe auch heute provokativ eine Folie drin gehabt. Content ersetzt Linkbuilding.
was aber gar nicht die Meinung ist. Also letztendlich Content unterstützt das Linkbuilding. Ja? Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe es auch gesagt, dass wir haben es als Agentur natürlich viel, viel einfacher für einen Kunden, Links aufzubauen, obwohl man das ja nicht macht. Naja, Spaß beiseite. Natürlich nicht. Niemand macht das. Natürlich bauen wir auch Links auf. Aber es ist halt viel einfacher, guten Content, wenn man guten Content hat, die Links schneller aufzubauen und günstiger aufzubauen. Das heißt, ein Webmaster verlinkt vielleicht auf eine Kredit ohne Schufa-Seite, wenn auf dieser Kredit ohne Schufa nicht einfach ein schmieriger Text ist mit 200 Inlinks, irgendwie 2000 Wörter, sondern da ist eine Infographic, die halt auch einen Mehrwert hat, was weiß ich, total schön aufgebaut mit wie, warum bist du Kredit, kriegst du diesen Kredit hin oder was weiß ich was. Hauptsache, du hast halt ein bisschen Kreativität drin. Und dann kriegst du halt mit diesem Content auch eher das Linkbuilding. Das heißt, beides wird sich ergänzen. Früher war es halt, du hast halt einen Fokus auf Linkbuilding gehabt, was ja nicht mehr der Fall ist. Linkbuilding ist immer noch wichtig und speziell im Shorttail-Bereich ist es essentiell, kannst du es fast gar nicht mehr schaffen, im Shorttail ohne Linkbuilding auszukommen. Aber ich denke natürlich auch im KMU-Bereich, wenn du jetzt ein Kunde kommt an, der hat noch gar nichts gemacht, SEO, hat vielleicht ein paar Content-Seiten, wo man sicherlich oft mal wieder aufräumen muss und die Seitenarchitektur überarbeiten. Aber ich meine, da muss man natürlich auch initial mit Links anfangen überhaupt, um da, selbst wenn es der Werkzeugmacher um die Ecke ist, da muss man natürlich irgendwo anfangen. Primär halt würde ich persönlich raten zu schauen, natürlich, ob die On-Site, das ist so der erste Schritt. Vielleicht schaffe ich es ja auch mit meiner On-Site, weil ich schon irgendwie der beste Player in dem Markt bin, durch die On-Site halt nach vorne zu kommen. Da brauche ich gar kein Link-Budget aufbauen und solche Geschichten. Ich würde eher sagen, wenn dieser Markt umkämpft ist und ich in den SERPs keine Chance habe, obwohl ich eine Validität habe in diesem Markt, dann macht auf jeden Fall Link-Building Sinn. Aber jetzt vorher natürlich erstmal schauen, wo stehe ich überhaupt? Das ist so der erste Schritt. Also es ist wie gesagt ein sehr spannendes Thema, auch ultra komplex geworden. SEO ist ja nicht mehr irgendwie Keyword Stuffing 2001. Nein, wir sind 2011 und es geht weiter. Deswegen machen wir an dieser Stelle erstmal fachlich Pause und gehen wir zurück zum allbekannten, wunderbaren SEO Day in Köln. Vom Rossi. Und das ist heute das Copyright vom Sepita. Kannst du nochmal sagen, wie der Fabian heute heißt? Der Rossi, dachte ich, oder nicht? Jetzt in so einem Fußballstadion müssen wir ihn Rossi nennen. Okay, Rossi, jetzt kommt die Ansage an dich da draußen und deine Mitorganisatoren. SEO Day, was ist gut gelaufen, was würde nächstes Jahr besser gemacht werden können? Also ich meine, ich hatte den ersten Slot, ich habe jetzt noch nicht viel gesehen. Von der Organisation sieht das schon mal sehr perfekt aus. Das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Was jetzt natürlich die Location betrifft. Ich als Gladbacher muss sagen, das ist schlimm und für mich auch grässlich. Nee, Spaß beiseite, ist eine super Location. Das haben sie auch super ausgesucht. Also ich bin sehr positiv überrascht. Was heißt überrascht? Ich habe es mir schon gedacht, wo ich den Christian Weiß auch schon gehört habe, was er sich da vorstellt. Fabian natürlich auch schon mal, mit dem Rossi schon mal gesprochen, der wird mich dafür umbringen. Auf jeden Fall schon mal. Wird es ja noch mal nachschneiden und wahrscheinlich an diesem Ding. An dieser Stelle hören wir dann alle ein Piep. Nee. Ja, Sepita, du hier am SEO Day, was ist denn so dein Fazit zum SEO Day? Was ist gut gelaufen, was schlecht und was könnte Fabian das nächste Mal besser machen? Also der Rossi, er wird mich definitiv dafür umbringen, dass ich jetzt Rossi sage, aber ich meine, das hat er verdient. Er kriegt das Material erst nach der Party. Wie gesagt, im Fußballstadion, dann müsste man ihn Rossi nennen. Wie gesagt, ist super, super organisiert. Sehr, 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 sehr schönes Stadion, obwohl ich als Gladbach-Fan hier mich total unwohl fühle. Aber sonst ist es sehr, sehr gut gemacht, die Organisation. Der Christian Weiß hat da einen tollen Job mit, glaube ich, gemacht. Und der Kai Henkelmann. Auch zu erwähnen. Henkelmann natürlich auch. Mit dem da gibt es noch so einen ganz großen, der irgendwie auch mit dabei ist, aber ich habe den Namen, ich glaube Rolf, habe ich den Namen vergessen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall auch ein sehr toller Mann, Mitorganisator. Ich kenne nur den Rossi. preislich natürlich auch interessant für die Besucher, 299 Euro inklusive Mehrwertsteuer, sowas hat man eigentlich nicht alle Tage für das, was geboten ist. Ja genau, das ist bei der Speakerschaft, also das sind ja wunderbare Speaker, die hier sind, die auch tolle, tolle Slots haben. Wie gesagt, ich bin froh auf jeden Fall. Normalerweise sage ich immer, dass es mir zu viel ist, zu viele Events in Deutschland. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Bereicherung. Und ich drücke auch die Daumen, dass es beim nächsten Jahr, ich meine, der Rossi hat jetzt auch schon gesagt, dass beim nächsten Jahr, dass wir eventuell aufs Spielfeld dürfen und ein paar Elfmeter schießen können. Ja, also 2011 SEO Day ist Rasenverbot und nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich Elfmeter schießen, Fußball spielen und unsere ganzen Patreon-Slots und alles auf dem Rasen halten. Podolski Fußball spielen und so weiter, falls der noch bei Köln ist. No. Oder vielleicht geht er zu Gladbach.
Würden wir, glaube ich, nicht nehmen, obwohl ich ihn super finde. Okay, damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Sir Peter, für das tolle Interview und noch viel Spaß auf der SEO Day. Dankeschön. Viel Spaß euch. Möchtest du dem Fabian noch was ausrichten? Rossi, hast du super gemacht. Ne? Tolle Leistung. Alles klar. Tschüss und auf Wiedersehen. Sehr cool.